Ah, ich bin vor dem Boss, okay. Ja, wie gesagt, das Spiel ist halt definitiv anders. Es ist nicht wie der erste Teil. Aber ich finde es eigentlich auch nicht verkehrt, dass das Spiel hier anders ist. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen irgendwie komisch ist, wo man sich denkt so, das ist ja überhaupt nicht wie der erste Teil. Der erste hat mir da irgendwie ein bisschen besser gefallen. Ich finde beide sind gut. Stimmt, da unten haben wir noch so eine Art Mini-Boss oder so. Wie komme ich da am schnellsten hin? Ich glaube da, ne? Nein, nicht Punkt. Ich will doch keinen Punkt machen. Haben wir noch irgendwas bei der Emergenz? Gab es da noch irgendwas? Ich weiß es gar nicht mehr. War da irgendwo? Kann ich die Emergenz hier sehen? Wenn ich denn wüsste, wie die Emergenz aussehen würde. Ich glaube, die war irgendwie abgeschottet oder so, ne? Die war dann auf einer eigenen Karte gewesen. Ja, scheint so der Fall zu sein. Muss ich mal gucken. Wenn ich denn noch weiß, wo die Emergenz war. Habe ich die nicht markiert? Hi, wie geht's denn so? Da kann ich einfach so reingehen, ne? Yeah. Komm her, du! Wie heißt du nochmal? Gubi oder Grubi? I don't know. Flammenwerfer! Heiß! Ciao! Mine! Oh! Pulle getroffen mit dem Bumerang. Dabei habe ich den Bumerang noch nicht mal mit Absicht geworfen. Oh, der kann jetzt weg, den brauche ich nicht mehr. Jetzt müsste man wissen, wie viele Prozente ein so ein Item gibt. Ey, ist das eine Doppelaxt? Ist das diese Axt, von dem das Spiel was sagte? Doppelaxt, zweihändige... 100% der Waffen, okay, cool. Zweihändige Axt, die langsam, aber mächtig ist. Oh, die war verdammt lahmarschig. Ah, da, da, da. Hä? Oh. Ich habe so einen Angriff bekommen. Okay, das ist cool. Oh, und natürlich, wenn ich angreife, ich kann mich nicht bewegen. War ja klar. Oh, ist da was? Nein. Wo könnte noch was sein? Eigentlich so gut wie überall, wa? Wie sieht der Bruch hier aus? Ziemlich dicht. Der Bruch sieht ziemlich dicht hier aus. Ist da was? Nein. Bin ich gerade im Gegner drin? Ich will da... Nee, warte mal, ich muss da unten, glaube ich, hin, ne? Ja. Ich will da links irgendwo hin. Ja, das macht gut Damage, würde ich sagen. Was? Oh, das hat sogar so einen kleinen, so ein klein wenig Splash-Damage. Warum bin ich denn so lahmarschig? Ach, warte mal, habe ich das gar nicht gekauft hier? Nee, ich habe das hier zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gekauft. Warum kann ich das eine Feld da unten nicht aufdecken? Warte mal, da links ist eine Tür. Ich sehe, dass da auf der Karte links irgendwo durch
ein Durchgang sein muss. Ja, hier irgendwie. Fragt sich nur, wie ich da reinkomme. Von da oben? Ja, selbst wenn, dann wüsste ich da auch nicht, wie ich da reinkommen soll. Kann man überhaupt rein? Zwei Treffer aufgeladen und dann schon tot. Wow, okay. Ah, hier haben wir Text, genau. Und einfach drumrum fliegen. Tagebucheintrag 29.10.2049. Ich habe das Wesen beobachtet, das die Sagiga als den Lamasu bezeichnet haben. Wir vermuten, dass es sich dabei um eine Art KI handelt, die über verschiedene Terminals in Kengir kommuniziert. Ähnlich wie bei den Ansibles und unseren Portalen in die Antarktis scheint es eigene transweltliche Eigenschaften zu besitzen, was die Frage aufwirft, ob sich sein Geist überhaupt hier befindet oder ob der tatsächlich von einer anderen Welt sendet. In letzter Zeit habe ich über die offensichtliche Verbindung zwischen der Energienutzung des Lamasu und dem Zeitfluss im Bruch nachgedacht. Es gibt Beweise dafür, dass er in der Lage war, Waffen und Ausrüstungsgegenstände hervorzubringen, die technologischen Fähigkeiten der Menschen hier übersteigen. Wie hat er das geschafft? Warum sollte er das tun? Warum hat er aufgehört? Eha. Oh. Oh. Wo geht's da? Okay, ciao. Auf immer wiedersehen. Ich bin der Junge. Hi. Ich bin hier irgendwo anders, wo ich nicht sein will. Ah, okay. Das ist ja... verdammt. Ich brauche mehr Nano. Ich brauche mehr Nanostoff. Gib mir mein Nano. War ich schon mal hier im Bruch? Karte. Ja, ich war hier schon mal und hier scheint nicht wirklich Interessantes mehr zu sein. Muss ich irgendwie an Naniten kommen? Oder wie auch immer das Zeug da heißt. Ach, das gibt mir ja leider nicht das, was ich will. Das gibt mir ja leider nicht das, was ich will, ne? Hallo? Nee, gibt... Nee. Ich krieg nicht das, was ich haben will. Finde ich ein bisschen schade, dass man die Tanks nicht da mitnehmen kann, um dann Energie aufzuladen. Aber hey, hier ist ein Speicherpunkt. Ist auch gut. Ach so, das... Ich dachte, das wäre... etwas zum Draufstehen. Hi, wie geht's denn so? Du willst mich töten? Das ist schön. Ich mach dich mal zu einer Plattform, ja? Okay, bye. Okay, wenn man von oben nach unten angreift, kann man plötzlich nicht mehr nach vorne angreifen. Interessant. Komm nirgendwo an, wa? Ich bin wieder da, wo ich vorhin war. Okay, gut. Immerhin, ich habe ein Item gefunden, ne? Ist ja schon mal was. Kann man irgendwo einlesen, wie viel ich habe? Ah, no. Gut, ich meine, spätestens dann, wenn mir ein Erfolg dann angezeigt wird. 100% der Items. Ja, ich glaube, dann weiß ich, dass ich 100% der Items habe. Was? Ach so, so ein Ding wieder einmal. Durch die Gegend zu fliegen ist schon geil.
Links von mir scheint die Karte komplett aufgedeckt zu sein. Dann, mal wieder zurück. Wait, da oben war ein Speicherpunkt? Tatsächlich. Hätte ich da hingehen können. Ich sollte nicht das benutzen. Ich sollte das aufsparen für oben. Oh, was ist das denn hier? Und wie komme ich da rein? Okay, ciao. Auf Wiedersehen mal wiedersehen. Ich habe da aber gerade einen Vorsprung gesehen. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Da kann ich doch nicht mit einer Bombe ankommen, oder? Oh, hier ist ein Vorsprung, der nichts bringt. Wofür ist er dann hier? Ich will nur so viele Items haben, dass diese Anzeige da grün ist. Natürlich weiß ich aber nicht, wie viele Prozent ich dafür benötige. Das kann sein, dass ich 100 benötige. Weil ich meine, das war beim ersten Teil auch so, dass du quasi, wenn diese Anzeige da anders gefärbt war, hattest du einen Schritt absolvieren können, um dann so ein Secret zu bekommen. Ich glaube, der letzte, den du hattest, war dann, glaube ich, noch mit der Zeit, oder? Den Ton. Bin mir nicht sicher. Komme ich da überhaupt irgendwie hin? Ach, verdammt. Kann ich mich nach oben porten und da irgendwas machen? Wobei, warum gehe ich denn da unten? Ah ja, hier oben ist ja was. Der oben ist, weiß mal gucken, ob ich da von da irgendwo hinkomme. Wahrscheinlich nicht. Auch vor allen Dingen da oben ist eine Tür, merke ich gerade. Mit einem Gitter davor, ja, hey. Was ist das denn für ein Flugzeug? Das sieht merkwürdig aus. Decke? Decke. Oh. Da haben wir eine Apokalypse-Pulle. Da hätte ich aber, glaube ich, auch von oben irgendwo herkommen können, ne? Von hier. Jupp. Und da fällt mir ein, ich muss da oben auch mal nachgucken. Da ist bestimmt auch noch was. Ach, das ist okay. Ah, okay, das war hier gewesen. Ich gehe mal da oben hin. Im Endeffekt ist das jetzt hier nichts weiteres als quasi eine Aufräumaktion, um noch so viele Items so wie möglich zu sammeln, um ein paar Prozente mehr zu haben, eventuell dann ein Secret Ending zu kriegen oder so. Vorausgesetzt, ich muss nicht auch noch die Zeit haben. Weil ich glaube, die Zeit war auch eine Voraussetzung im ersten Teil. Oh. Text. Der ideale Kengir, Elutil, in jedem Augenblick der Zeit, in jedem möglichen Moment, in dem man beobachten kann, dass eine Sache geschieht, sollte es eine grenzenlose Möglichkeit für das geben, was dann kommen kann. Wir können uns das vorstellen. Wir erwarten dies. Warum haben unsere Vorfahren an Enki, Enlil und Inanna geglaubt? Weil solche Dinge möglich sein sollten. Und doch sind sie es nicht. Denn irgendwie außerhalb unserer Welt, Kengir, ist eine andere Welt. Eine größere Welt, Aansur. Und von dem Moment an, als wir ihre Existenz bemerkten, wurden wir an sie gekettet. Die Dinge, die wir gelernt haben, können nicht ungelernt werden.
Der einzige Weg nach vorne ist als Sklave der Mutter, oder doch nicht? Man muss verstehen, dass es von den unendlichen möglichen idealen Welten unendlich viele Aansurs gibt, jede mit einem Kingir, der an sie gebunden ist. Und dann gibt es unendlich viele Kingirs, die frei von Aansurs sind. Die Lösung: jeder Kingir, der sich an einen Aansur gebunden findet, muss diesen zerstören. Wenn dies geschieht, wird es nur noch die Kingirs geben, die frei sind. Die Erinnerung an Aansur wird verblassen und das Schicksal wird wieder das unsere sein. Magisch Getier. Okay. Das sind die beiden, die zu Amashilama wurden. Ha. Huh. Und der dafür verantwortlich war, war Magisch Getil? Und Elotil war vielleicht nicht derselben Meinung, aber. Oder vielleicht doch? Hm. Wer weiß. Okay, da oben scheint nichts mehr zu sein. Hier müsste auch noch vielleicht irgendwas sein. Ach stimmt, genau. Die Apokalypse-Pulle, die da vermeintlich irgendwo drin ist, wo man nicht hinkommt. Ach stimmt, habe ich nachgeguckt, ob man hier den Bruch da irgendwie erreichen könnte oder so? Habe ich, glaube ich, jetzt gar nicht geguckt, ne? Aber kann sein, dass da vielleicht was ist. Oh, noch eine Pulle. Her damit. Ich glaube, mehr ist hier nicht, wa? Oh, scheint nicht so der Fall zu sein. Als wenn hier in dieser komischen verlassenen Festung noch irgendwas wäre. Nö, ich glaube, hier ist alles abgegrast. Nope, nicht ganz. Ich muss in den Bruch rein. Wo ist der Bruch? Wie komme ich in den Bruch? Hallo? Portal? Ich möchte in den Bruch. Komme ich hier schnell dahin, wo ich hin möchte, oder muss ich da erstmal halb durch die Gegend eiern? Wobei, nee, ich habe ja einen Speicherpunkt, stimmt, kann ich auch schnell hingehen. Ach was, das ist sowas? Ja, schöner Mist, wie komme ich wieder... Wie komme ich da hin? Hä? Okay, hier kann kein Portal sein. What? What? Wie willst du denn da rein? Ja, das geht nicht. Ich sehe keine Tür irgendwo. Hä? Nirgendwo ist da eine Tür. Und in der echten Welt ist hier kein Portal. Oder vielleicht doch? Ich bin verwirrt, was das hier gerade angeht. Kann ich ein Portal holen? Nein, war klar. Hier ist kein Portal in dem Raum. What? Hier ist natürlich auch keins. Hier ist auch keins. Hier ist noch nicht mal irgendwas.
Ich glaube, den Bruch kann ich hier komplett vergessen. Ja, den Bruch kann ich hier komplett vergessen. Ich kann also nicht mit dem Bruch dahin, wo ich gerade hin möchte, um die Apokalypse-Pulle zum Beispiel abzuholen, die hier irgendwo noch ist. Und ich kann auch nichts in die Luft jagen. Glaube ich. What? Wie kommst du bitte an diese Pulle da unten ran? Ne, ich glaube, das habe ich schon mehrfach versucht. Das funktioniert null. Das Einzige, was ich machen kann, ist dann dahin fliegen, runterfallen und nichts erreichen. Okay, okay, ich habe ein Portal gefunden. Jetzt weiß ich, wie ich da hinkomme, aber ich weiß nicht, wie ich das genau durchführe. Mit den Naniten? Maybe? Das Portal ist noch da, ne? Portal, komm mal her. Oh nein, ich kann dich nicht benutzen hier. Okay. Jetzt wissen wir schon mal, wie ich da reinkomme. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das Portal betrete. Das scheint irgendwie so, als könnte ich das nicht im Fallen betreten. Merkwürdigerweise. Nee, kann ich nicht. Warum? Ah, ich muss irgendwo hier oben sein, wa? Nee, warte mal, aber hier ist doch gar kein... Nee. Kann ich ja nicht hochziehen und erstmal... ist hier Wand. Komm ich da rein? Hier ist überall Wand. Und hier ist ebenfalls überall Wand. Ich habe zwar praktischerweise hier direkt ein Portal, aber... What? Gibt's irgendein Upgrade, was ich noch kriegen kann, womit ich dann eher schweben kann? Oder Plattformen oder was auch immer errichten könnte? Das habe ich schlichtweg einfach noch nicht. Also irgendwas muss mir wohl noch fehlen, damit ich da was machen könnte. Fragt sich nur was. Oder ich weiß schlichtweg einfach nicht, wie ich da hinkommen soll. Oder stelle mich einfach gerade nur dumm an, weiß ich nicht. Irgendwas auf jeden Fall. Da haben wir wieder eine Pulle. An die komme ich wenigstens diesmal ran. Immerhin etwas. Und da haben wir die nächste Flasche. Wenigstens mal einen kleinen Teilerfolg, ne? Hm? Warum ist das da so glitschig? Okay.
Hol mal das Portal hierher. Wo exakt im Mundo bin ich da? Oh. Okay, irgendwo, wo ich noch nicht war. Ich bin gerade in dem Wolkenlevel von Mario. Wow, hier ist echt wirklich verdammt viel. Holy shit. Ich werd nicht mehr. Warum? Wieso? Hä? Hätte man anders reinkommen sollen? Scheinbar, wa? Man wäre wohl anders reingekommen. Von dort halt irgendwie. Ha, okay. Ich habe Umwege genommen. Ah, wo bin ich denn hier? Ah, mit der Plattform wäre ich wahrscheinlich da irgendwie hingekommen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wo ist denn das Portal hier? Ach, da oben. Ja, okay. Das, ja, gut. Ich hätte dann so reinkommen müssen eigentlich. Okay. Ja, gut. Warte, haben wir hier auf der Seite irgendwas? Weil hier war das Portal. Nee, geht ja gar nicht. Stimmt auch wieder. Komme ich ja gar nicht hin. Oh, hier haben wir diese Station. Was haben wir denn noch so alles unentdeckt? Hier oben ist noch irgendwas vorhanden. Stimmt, und da haben wir diesen Mist noch. Wo ich aber auch keinen Plan habe, wie ich da reinkommen soll. Da geht's noch nach unten? Weiß ja gar nicht, warum. Geh mal da hin. Hey, da kann ich ja direkt nach da oben hinfliegen, um mal zu schauen, was da ist. Bruch sagt wieder einmal nix. Scheinbar nur die Apokalypse-Pulle. Das sieht so ein bisschen so aus, als wenn ich nur noch Apokalypse-Pullen kriege, wobei... Das sagt mir, dass da noch 4 Items kommen werden. Was für Items? Keine Ahnung. Oh. War ich da schon mal? Ah, da war die Emergenz, wa? Oder? War da die Emergenz? Ne, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was hier war. Was war hier? Ach, er hier. Der mir nicht wirklich geholfen hat. Also, was zum Teufel ist das für ein Ort? Von außen sieht es fast wie eine Röhre aus. Gute Frage. Wir denken, es ist eine Art Nachbaruniversum, in dem die Gesetze der Physik anders sind. Offensichtlich überträgt sich unsere Chemie und Biologie hierher, aber die Schwerkraft scheint nicht durch Masse angetrieben zu werden. Wir haben dieses Teleskop gebaut, um mehr herauszufinden. Es ist, als ob wir uns in einem Torus von der Größe einer Planetenbahn befinden. Aber er ist nicht ganz fest, er ist eher wie ein Gitter. Wir können durch einige der Öffnungen sehen und hinter ihnen sind nur noch mehr Gitter. Wir wissen nicht, was es davor bewahrt, in sich selbst zusammenzufallen. Wie habt ihr ein Portal gebaut, das sie herführt, wenn ihr nicht mal wisst, was hier ist? Das war alles Dr. Hammond. Sie schien immer Einblicke zu haben, in die wir andere nicht eingeweiht waren. Okay. Oh, hey, hat sich gelohnt, hierher zu kommen.
Kann es dann vielleicht sein, dass wenn dann vielleicht ein dritter Teil kommen würde, dann irgendwas mit Hammond vielleicht dann ist? Oder sich es eventuell um Aan Suhr dann handeln, drehen könnte alles? Ich meine, irgendwas könnte ja dann sein, ne? Obwohl ich ja weiß, das ist ja hier ein Prequel, also vielleicht auch nicht. Oh, hier geht's irgendwo hin.